Noch immer suchen Rettungskräfte nach der verschollenen Boeing 777 des Flugs MH370 der Malaysia Airlines. Noch immer weiß man nicht genau, was eigentlich an Bord der Maschine passiert ist. Und noch immer wird versucht, den Flugschreiber in den Tiefen des Indischen Ozeans zu finden. Der Flugschreiber sendet ein akustisches Signal, damit er auch unter Wasser zu orten ist. In den letzten Tagen gab es immer wieder Meldungen, dass Rettungsschiffe diese Signale empfangen haben. Hans Sapotta ist Professor für Hochfrequenztechnik an der Hochschule Karlsruhe. Herr Sapotta, besteht denn aufgrund der empfangenen Signale noch Hoffnung, den Flugschreiber bald zu finden? Also wenn man quasi als Referenzvorfall den Flug der Air France nimmt, dort war es ja so, dass der Flugschreiber trotz sehr schwieriger Bedingungen nach Monaten oder nach Jahren sogar, dass dieser Flugschreiber gefunden wurde. Und wenn man diesen Vorfall quasi als Referenz nimmt, dann sehe ich also auch gute Chancen, dass in diesem Falle ebenfalls der Flugschreiber gefunden wird. Nur es kann halt auch sehr, sehr lange dauern und vor allen Dingen es kann auch sehr, sehr teuer werden. Warum ist es so schwierig, das akustische Signal im Wasser zu orten? Ja, wir haben zunächst einmal die Größe des Seegebietes an sich. Der Flugschreiber hat quasi eine Sendereichweite von etwa 5 bis 6, 7 Kilometer. Und das in Frage kommende Seegebiet hat eine sehr große Ausdehnung, 1000 Kilometer mal etwa 500 Kilometer. Und wenn man das mal einfach nur statistisch betrachtet, heißt das, dass wir eigentlich 200 mal 100 Messpunkte aufnehmen müssen. Und das sind 20.000 Messpunkte, die wir dort durchführen müssen. Und Sie können sich leicht vorstellen, dass man, wenn man für jeden Messpunkt, bis man ihn angefahren hat und bis man ihn aufgenommen hat, dass man dafür Monate bis Jahre unter Umständen benötigen kann. Das heißt, wenn man jetzt, wie gemeldet, bereits Pings empfangen hat, dann hat man im Grunde genommen mehr als nur Glück gehabt. Es wird sich zeigen, ob sich diese Meldungen bestätigen. Das ist das eine. Das zweite ist, man ging früher davon aus, dass unser Meer eigentlich eine homogene Flüssigkeit ist. Leider ist das nicht so. Es gibt auf der einen Seite Temperaturschichtungen. Es gibt auf der anderen Seite auch gerade unterirdisch große Meeresströmungen. Das, was wir vom Golfstrom her kennen, gibt es auch unterirdisch unter dem Golfstrom hinweg. Und gerade diese See westlich von Australien ist bekannt dafür, dass es dort sehr große, starke Meeresströmungen gibt. Und dieses Wasser von unterschiedlicher Temperatur und auch von unterschiedlichem Salzgehalt kann zu unterschiedlichen Brechungsindizes führen. Und damit bekommen wir zum einen eine Verfälschung dieser akustischen Signale, die schließlich sogar dazu führen können, dass diese Signale die Oberfläche gar nicht mehr erreichen. Ich vermute, dass es sich um einen derartigen Effekt handelt, weil diese Signale sind ja teilweise geortet worden, teilweise nicht geortet worden. Jetzt haben Sie ja schon von dem Signal des Flugschreibers gesprochen. Wie ist es denn beschaffen, dieses akustische Signal? Dieses Signal ist ein kurzer Sinuston auf 37,5 Kilohertz. Das ließ sich also den Medien entnehmen. Und dieser Sinuston wird also quasi unten ausgesendet. Und wie gesagt, er erreicht dann die Oberfläche. Und das Problem letztendlich, was ich sehe, ist, dass dieses Signal meiner Meinung nach nicht optimal ist. Aber das hat sich eigentlich erst jetzt gezeigt. Wie könnte man das verbessern, dass dann auch die Ortung leichter wird? Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns einfach mal die Natur als Vorbild. Pottwale sind ja in einer ähnlichen Situation. Sie müssen ja diese Tiefseekalmare orten und die verwenden ein Knackgeräusch. Wir nennen das bei uns in der Nachrichtentechnik einen Dirac-Stoß. Dieses Knackgeräusch hat den Vorteil, dass es spektral zerlegt
auf mehreren Frequenzen gleichzeitig sendet. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Reflexion oder Absorption aufgrund von Mehrwegeausbreitung haben, deutlich reduziert. Der zweite Grund, ein derartiges Signal zu verwenden, ist, wir sparen sendeseitig Energie. Man kann die Situation in etwa vergleichen mit einer handelsüblichen Fernbedienung für einen Fernseher. Auch da haben wir eine vergleichbare Situation. Wir müssen natürlich Batterie sparen. Diese Fernbedienungen sind klein, da ist nur eine kleine Batterie drin. Und wir müssen eine maximale Reichweite dabei erzeugen. Auch dort verwendet man sehr kurze, steile Impulse, die aber mit einem extrem kleinen Impuls-Pause-Verhältnis ausgesendet werden. Und dort erreicht man auch gegenüber der klassischen sinusförmigen Aussendung etwa eine Verzehnfachung der Reichweite. Jetzt reicht ja die Batterie von diesem Flugschreiber so etwa einen Monat. Was glauben Sie, wie groß sind die Chancen, dass man ihn noch findet? Auch wiederum, wenn ich den Air France Flugschreiber als Referenz verwende, der hat nach Monaten noch gesendet, nach Monaten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man da noch etwas findet, ist meiner Meinung nach relativ hoch. Es hängt davon ab letztendlich, mit welchem Aufwand man das Geschäft betreibt. Das heißt, das ist natürlich eine Abschätzung, wie viel Aufwand will ich reinstecken und was bringt mir es dann letztendlich, diesen Flugschreiber doch noch zu finden. Derzeit wird die Frage eigentlich mehr politisch gesehen. Man will natürlich den Angehörigen ihr furchtbares Leid etwas lindern, indem man ihnen sagt, wir haben sie gefunden. Es gibt auf der anderen Seite eben die technische Notwendigkeit, die uns sagt letztendlich mortui nos docent vitam, die Toten lehren uns das Leben. Und man will natürlich lernen, was ist an Bord geschehen und was kann man in Zukunft an den Flugzeugen verbessern, damit so etwas niemals mehr passiert. Hans Sapotta, Professor an der Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.